Willkommen, Freunde, zu Teil 4. Und zwar: Deliver us the moon. Gibt uns den Mond zurück. Wir müssen jetzt, sind jetzt hier angekommen. Jetzt erstmal schauen, dass wir hier Sauerstoff bekommen. Na, und erstmal einen Eingang finden hier. Okay, das ist natürlich hier erstmal falsch. Das ist auch nicht schlimm. Hier ist auf jeden Fall offline. Die Luftschleuse, die funktioniert nicht. Hier hängen auch die Kabel oder so rum. Hier kommen wir auch nicht rein. Ja, hier. Hier können wir uns den Weg frei brennen. Jetzt haben wir es, sehr gut. Aber hier ist die Leiter. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen kritisch, was wir hier machen. Ich kenne den Weg gar nicht. Aber hier erstmal nochmal aufbrennen und Sauerstoff tanken. Ja, das ist immer so das Problem, wenn zwei Objekte da sind, die man so im falschen Moment dann aufnimmt. Passiert das mal, dass das hier irgendwie schief läuft? Ja gut, so. Müssen wir einfach nur den Strom erstmal einsetzen. Hier muss das mal raus. Die setzen wir jetzt erstmal ein. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Sind das Plasmazellen? Sicherungen sind es ja nicht irgendwie. Okay, dann schicken wir mal unseren Bot rein. Ich hoffe, das funktioniert. Oha. Jetzt wird es aber knifflig hier. Ja, da ist auch nochmal Luft. Jetzt haben wir hier 1 Minute 13. Tja, wenn wir es jetzt ausstellen. Warte mal, vielleicht müssen wir es auch anders machen. Wenn ich die jetzt rausnehme, komme ich hier auch nicht raus, ne? Ich bin da auch reingefallen. Okay, da war auch nochmal eine. Aber wir wissen jetzt ungefähr, wie es geht.
Kann die Kabel aber auch nicht wegbrennen, das funktioniert auch nicht. Dann holen wir uns hier hinten erstmal die Sauerstoffflasche. Müssen wir die Leiter nehmen. Bevor wir die aber öffnen, nehmen wir uns hier die nächste Sauerstoffflasche. Sehr gut. Jetzt hier rein. Gar keine andere Möglichkeit, außer das so zu machen. Ah, hier können wir nochmal interagieren. Den Strom sozusagen ausstellen. Ich vermute mal, hier müsste auch noch was drin sein an Sauerstoff. Ah, sehr gut. Ne, komm. Ah, alles klar, jetzt weiß ich, wie es geht. Anmachen. So, sehr gut. Jetzt gehen wir hier raus. Nehmen wir die meine Drohne. Mal mit interagieren. Strom aus. Kann er rein. Ah, sehr gut. Jetzt wieder zur Drohne. Strom wieder an. Jetzt sind wir drin, haben das Rätsel gelöst. Luftschleuse wieder. Top. Prima, haben wir gut gemacht. Gucken wir uns natürlich mal das Narrativ an, die Geschichte dahinter. Irgendwas von Evac Crew 1 oder MacArthur? Nichts. Der Funk ist tot. Was zur Hölle ist da los? Der Strom in den Gleisen ist auch weg. Keine Ahnung, Beeilung. Bringen wir das Helium zur Mondzentrale, bevor MacArthur und die Evakuierten ankommen. Wir trennen uns. Du stellst die Stromversorgung der Bahnstation wieder her und ich suche den Vorsteher, damit wir gemeinsam evakuieren können. Auf geht's. Warte, da ist er. Fenster, 6 Uhr, Kontrollzentrum. Sichtkontakt. Überprüfe du den Zug. Ich kümmere mich hier um. Ist immer noch zu. Ist die Schleuse. Ich vermute mal, da wollen wir aber auch erst gar nicht mehr hin. Hier sind Treppen.
Ich habe aber auch schon wieder einen Tunnel gesehen, wo wir wahrscheinlich mit unserem Bot rein können. Mit unserer Drohne. Hey! Hey, sieh da! In der Tombow-Anlage gab es eine Fehlfunktion. Evakuierung zur Copernicus-Mondzentrale. Aber der Zug ist zum Stehen gekommen. Wie können wir das Gleis reaktivieren? Wir haben es eilig. Warum sind Sie hier? Haben Sie mich mit diesem Ding beobachtet? Wollen Sie zu den Kuppeln? Bei Huygens. Kolonist, wir sind zu Ihrer Sicherheit hier. Direkter Befehl des Lunarrats. Besonders der Rat. Bitte komm. Neuer Boss. Mit Arthur. Wir kriegen Sie nicht so laufen. Hattest du mehr Glück? Immer am Spionieren. Nein, nur ein Irrer. Ist immer Nacht. Schluss mit den Rätseln, Alter. Wie kommen wir zur Mondzentrale? Wenn die Züge ausgefallen sind, müssen Sie die Käfer nehmen. Die tragen Sie rüber. Wenn Sie es überhaupt aus dem Krater schaffen. Der Sand hier draußen ist rau. Hab viele Käferbeine zerschunden, um drüber zu kommen. Aber einen Weg gibt es. Gab es jedenfalls. Ich okay, Käferbeine. Ich bin 100-mal gefahren. Die Rover. Komm wieder rein. Ich hab da was. Bring die Ladung mit. Hier Surface Ops ist auf jeden Fall zu. Da kommen wir her. Wo wir noch lang müssen, ist einmal hier lang. Da waren wir schon. Kontrollzentrum hier. Genau. So, ich schicke jetzt da oben mal den Droiden durch. Ich weiß auch nicht, wozu, was wir da finden, wozu wir den brauchen. Vielleicht können wir da auch eine Tür oder so aktivieren, weil eine Tür geht ja nicht auf. Ah, ich muss mal die Taschenlampe anmachen hier. Ich sehe sonst nichts. Okay. Sich vielleicht den Strom wieder deaktivieren. Jetzt haben wir den hier deaktiviert. Die Tür geht aber trotzdem nicht auf. Ja, hier können wir mal scannen. Inspizieren. Wer auch immer das liest, finde mich. Ich bin nicht verrückt geworden. Sarah. MPT-Diagnose, Verbindungsende konnte nicht hergestellt werden. Station Energie für Langreichweiten. Hangartür öffnen. Oh, ist doch sehr gut. Gucken, wie wir da jetzt hinkommen.
Was, wenn ich zur Drohne gehe und Strom wieder anstelle? Können wir irgendwas anderes machen? Nee. Aber der Hangar ist auf jeden Fall auf. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hingekommen sind. Oder wie wir da hinkommen. Ich weiß auch gar nicht, da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Lustig runterfallen. Okay, super. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das angucken können, ob wir da genug Sauerstoff für haben. Wir müssen das Helium per Rover zur Mondzentrale bringen. Den Zug kriegen wir vor der MPT-Abschaltung nicht zum Laufen. Evac One, komm, hören Sie mich! Verdammt! Worüber lachst du? Zum ersten Mal weiß ich alles! Keine Geheimnisse mehr! Ach, der ist ja durchgeknallt, der vorhin uns auch nichts verraten wollte, ne? Irgendwie. Was finden wir von hier? Ich musste wissen, was sie planten. Und jetzt weiß ich es. Nur der Treibstoff. Helium 3. Der Weg hier raus. Wegen dir sitzen wir hier fest. Lass ihn, er ist es nicht wert. Wir müssen los. Nur ein kleiner Schalter. Der Rest waren Sie. Du hast keine Ahnung, worauf du dich eingelassen hast. Hast du aufs Spiel jetzt? ASDL-30. Nicht. Eindämmungsprotokoll aktivieren. Nein! Heftig. So, wir holen uns jetzt hier erstmal den Sauerstoff. Jetzt runter, ne? Ui, dann ging das ja nochmal gut. Dann haben wir es ja nochmal gepackt. Da, wo es rot ist, ist, glaube ich, das, was wir ansteuern müssen. Das andere ist blaue. Da hinten, da ist ja die Welt in Ordnung. Kann sogar sein, dass der die Tür gar nicht öffnet, dass wir uns einen anderen Zugriff, also einen anderen Weg bahnen müssen. Ja. Warte mal, wir gehen. Parken nochmal gerade, aber ich glaube, die Elektronik löst es dann nicht aus. So, die Tür geht auf jeden Fall nicht auf. Wir müssen mal gucken, ob hier irgendwo eine Leiter oder so ist. Ich habe da irgendwo eine Treppe gesehen. Ich kann hier nichts machen. So, da ist auf jeden Fall die eine Tür da oben ist blau. Sieht man ja auch. Da geht ja auch die Treppe hoch. Wahrscheinlich müssen wir wirklich erstmal zu dem blauen und den vielleicht nochmal ausrichten hier, den Turm. Fahren wir da nochmal hin. Wenn wir den ausgerichtet haben, können wir wahrscheinlich dann mit... Genau, also wir richten jetzt den Turm aus, setzen das andere Gerät dadurch unter Strom.
und können dann wieder zurückfahren und das dann richten. Ja, ja, das ist alles sehr spannend hier. Die Rätsel lösen wir anscheinend auch ganz gut. Also es geht ganz gut voran. So. Auf jeden Fall nach vorne. Noch ein Stück. Ja, sehr gut. Prima Ballerina. Müssen wir theoretisch nur nach oben und dann ausrichten. Wenn das mal so einfach wäre, aber... Hier müssen wir wahrscheinlich unseren Druiden durchschicken. Hier noch irgendwas? Nee. Das Gute ist, wir haben ja keinen Sauerstoffverlust. Ein bisschen höher, ein bisschen näher ran. Dass das schon war. Ja, jetzt die Tür auf, sehr gut. Können wir hier die Leiter hoch? Ja, das klappt doch wie am Schnürchen. Ich bin sehr begeistert. Dann geht's wieder nach draußen. Ich hoffe nur, dass die nicht so widerspenstig sind. Dass die hier noch irgendein anderes Rätsel oder so einbauen. Von der Seite hoch. Ich glaube sogar, das waren zwei Leitern, die wir mal geklettert sind. Ah, wieder Hitze. Wieder Hitze, wieder Hitze, wieder Hitze. Da waren wir jetzt mal so frech und sind einfach durchgegangen. So, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir das Ganze jetzt dann nach links ausrichten. Das war in die Richtung hier. Ja. Ist auch geil gemacht, ne? Dass die so, sag ich mal, ihre Energie verwalten. Außer Reichweite. Was mit dem hier? Das scheint zu funktionieren. Schon seltsam, weil da steht es außer Reichweite und der andere ist ja viel weiter weg. Naja. Sehr gut. Können wir hier in unser Fahrzeug rein? Dann müssen wir mal gucken. 2,50 haben wir nur. Wollen wir uns mal. Können wir die Station nach da ausrichten, ne? So übel, dass wir das auf Zeit machen. Aber okay. Aber nein. Kleiner Fehler hier. Müsste die Tür aufgehen.
hoffe, wir schaffen das in der Zeit. Oh, ist die Tür immer noch nicht auf? Die war doch eben auf. Was soll denn der Scheiß? Na, da kann ich schon mehr kotzen, ey. Das kann ich überhaupt nicht leiden. So, mach die Tür auf. Aber gedauert, ey. Uns aber ein bisschen beeilen hier. Ich hoffe, wir schaffen das in der Zeit. Oh nein. Auch hochspringen, oh, das... Das ist ja echt übel gemacht. Das ist mir egal, ob ich jetzt hier eingezogen kriege. Das muss ich jetzt aushalten. Das packen wir doch nie zeitlich. Sei denn, die Zeit hält an. Sei denn, die Zeit hält an, wenn wir in dem Bediengerät sind. Das wäre natürlich optimal, ne? Oh, das wird aber ganz, ganz knapp. Nur weil ich das blöde Auto so scheiße geparkt habe. Oh. Jetzt ist der Turm umgefallen. Ist ja gar nicht gut. Ich hoffe, wir fangen nicht wieder von vorne an. Okay, jetzt haben wir da die Zeit. Das ist aber fair. Das können wir jetzt packen. Das haben sie fair gemacht. Scheiß Luca auf hier. Ja, doch. Ja. Los, lauf weiter. Ah! Mann! Sage noch, das kann man packen. Okay, wir hatten vorhin sogar noch weniger Zeit. Das könnte knapp werden, aber das kann man schaffen. Natürlich nicht, wenn ich hier so eine Fehler mache. Dass der Turm dann umfällt, finde ich ein bisschen krass, aber okay. Wie sollen sie es auch anders darstellen? Da wissen wir gleich mehr, in welche Richtung das geht. Station ist es nicht. Ah, hier. Jetzt rüber. Hoch, 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 hoch. Oh, war das knapp. Oder fällt jetzt um? Ah, okay. Müssen wir ein bisschen konzentrierter sein, aber... Das war schon zu schaffen. Scheitern schneiden wir diesmal auch wieder nicht raus. Wem es nicht gefällt, der kann natürlich auch das Ganze überspringen, keine Frage. So, schnell die Leiter hoch.
Ja, schnell öffnen. Hier hoch. Hier hoch. Dem Strom vorbei. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das geht aber ganz gut. Die Leiter ist jetzt hier nochmal ein bisschen... Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Sehr gut. Feuer ist mir auch völlig Latte. Muss jetzt aushalten. Ja, zeitlich liegen wir da auf jeden Fall besser als beim Versuch davor. Ja, das ist schon mal... Dann haben wir nicht ganz so viel Stress. Ah, ja, ja, spannend, spannend. Schnell drehen. Komm, 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 komm. Das schaffen wir. Gerade so jetzt nach oben. Kann natürlich sein, dass die Türme sich dadurch stabilisieren. Der Energie, dass das wie so eine Art Stützpfeiler ist. Okay, der Turm fällt trotzdem um, obwohl wir alles richtig gemacht haben. Ich hoffe, wir haben es überlebt. Ja. So, wie kleine traurige Situation, ne? Wir haben alles getan. Und dann fällt dieser scheiß Turm um. Das haben sie ja auch schon wieder übel gemacht. Findest du die schnell genug hier? Das ist echt ein Problem. Das könnte nochmal richtig knapp werden. Oh, war das krass. Das war echt hammerhart, ey. Bei der Bahn, ne? Die Frage, gibt es noch ein anderes Fahrzeug? Vielleicht hätte ich das anders machen sollen. Da runter kann ich nicht. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist meine Aufgabe? Überlebe die Fahrt mit der Eisenschienenbahn.
Okay, das heißt, wir sind hier so und so falsch. Ach, warte mal, die Bahn ist doch... Die geht doch die Treppe hoch hier, oder? Nee, von da kommen wir. Eisenschienenbahn aktivieren. Evakuiert? Nein, 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 das kann nicht sein. Die können nicht einfach weg. Ohne sie stirbt die Kolonie. Und die Erde? Wie können die so verdammt egoistisch sein? Die sich gedacht. Wie können sie nur? Warnung. Combo-Reaktorstörung. Outward-Protokoll aktiv. Alle Anlagen evakuieren. Ja, ich weiß, dass sie evakuiert haben. Ich weiß! Ich weiß, dass ich allein bin. Combo-Reaktorkapazität. Gucken, ob sie das überlebt hat, ob wir sie noch finden. Er läuft noch? Alex, wir müssen los. Das könnte alles ins Lot bringen. Wir können das in Ordnung bringen. Okay. Der Strecke entlang der Pfeiler folgen. Du schaffst es nach Tombo. Du schaffst es, Sarah. Ich komme, Sarah. Ich finde dich. Ja, das hoffe ich doch, dass wir die noch finden. Krass, ey, das ist so eine geile Grafik. Es macht so Spaß, das Game. Wahnsinn. Ich bin echt begeistert, muss ich sagen. Auch wenn das vielleicht von den Kommentaren halt manchmal nicht so wirkt, ne? Aber weil ich da noch vielleicht ein bisschen müde rede, weil es gibt ja kaum Action hier. Ist ja einfach rein zum Nachdenken. Aber trotzdem schon sehr geil. Bodenkontrolle an Fortuna One. Ich weiß nicht, ob Sie noch da sind. Die Staubstürme wurden noch schlimmer. So wie alles. Die Lösung muss bei Tombo zu finden sein. Ob der Reaktor oder der MPT selbst, weiß ich nicht. Aber wir sind mit unserem Latein am Ende, Rolf. Wir könnten hier gute Neuigkeiten brauchen. Ich wünschte, ich könnte helfen. Gucken, was wir in Tombo so finden. Ah, das ist die Strecke kaputt. Steht ja auch, wir sollen die Fahrt überleben. Aber ich kann ja nichts klicken, was soll ich machen? Eine falsche Bewegung.
Dann war's das. Bitte fahren Sie vor. Okay, hier kann man die Tür wahrscheinlich öffnen. War sehr gut. Sind wir hier runtergerutscht? Können wir scannen? Sozusagen den Eingang hier finden. Ah, nachfüllen, sehr gut. Vermute mal, die muss ich, nehme ich als Sprungbrett, ziehen wir hier rüber, am Stein vorbei. Genau. Jetzt müsste es aber gehen. Ja, wir haben's. Okay, jetzt sind wir hier. Da hinten können wir nochmal nachfüllen, wenn ich das richtig sehe. Sauerstoff nachfüllen. Ah, schon besser, als wenn wir mal die kleinen Flaschen einsammeln. Oh, jetzt wird das hier noch zum Jump'n'Run. Ah, ärgerlich. Sind wir hier gefangen, ne? Oder? Ne. Boah. Das ist eine reine Timing-Sache. Wenn wir nicht so viel Zeit... Können wir jetzt hier noch ein Stück gehen, oder? Ja. Boah. Eieiei, jetzt haben sich da noch was ausgedacht, ey. Ich glaub's ja nicht. Oh. Mann, Mann, Mann. Da haben sich aber einen einfallen lassen, ey. Damit hätte ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Ah, hier können wir noch was scannen. Nee, es ist falsch hier. Wir laden hier nochmal auf. Hier müssen wir dann auch raus. Schön ist ja, es ist wieder so eine reine Konzentrationssache, aber da wir das ja jetzt schon kennen, müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. So, hier bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Da ist nämlich die Frage, ob wir jetzt lieber gerade ausspringen, anstatt jetzt hier so schräg springen. So, wir springen jetzt hier mal so schräg. Und klettern hier hoch.
Okay, jetzt geht's hier weiter. Boah, das wird ja jetzt hier nochmal so zum kleinen Tomb Raider, kannst du sagen. Ich hoffe, da reicht der Sauerstoff dann. So, und jetzt könnten wir theoretisch darüber zu der Plattform. Aber ich würde sagen, wir springen so schräg rüber. Jo. Das haben wir gepackt. Jetzt gucken wir nochmal, dass wir uns hier Sauerstoff holen. Genau, das war gut. Dann hoffe ich ja, dass die Station hier auch geht. Jo, hat funktioniert. Sehr gut. Boah, das war ein harter Ritt. Aber Sauerstoff ist trotzdem noch nicht da. Das ist echt cool, dass sie hier alles eingebaut haben. Was man so benutzen kann. An Jump-and-Run-Elementen und wie auch immer. Und okay, da kommen wir nicht durch. Da kommt nur unser Druide durch. Ich will mal was gucken, wenn wir jetzt hier... doch so eine Art Gepäckkontrolle, ne? Bisschen hoch, genau, dadurch. Dadurch müsste das jetzt auf sein, jawohl. Sind Spinde, aber wir haben kein Problem mehr mit Sauerstoff. Das ist auch gut. Tombo-Anlage. Ah, hier können wir uns die Geschichte angucken. Gucken, was passiert ist. Reaktorkapazität bei 9%. Ganz nah dran. Na los, Alex. Willkommen bei Tombo. Wer sind Sie? Sarah. Sarah Baker, vormals bei Pearson stationiert. Sie arbeiten hier? Tat ich mal. Ich bin Isaac. Isaac? Mr. Johansson? Wo sind die anderen? Ich dachte, alle wären... Ich bin allein. Was tun Sie hier? Alle weg? Ich bin wegen des MPT hier. Vergessen Sie's. Sie haben den Hauptrechner gesperrt. Kein Systemzugriff. Ich bin Software-Ingenieurin. Vielleicht kann ich... Ah, was war das? Der Reaktor. Der Treibstoff geht aus, aber die Energie sammelt sich noch darin an. Und ohne den MPT kann sie nirgendwo hin. Wenn das nicht aufgehalten wird... Sie sind Software-Ingenieurin? Kommen Sie! Hey, warten Sie! Das finde ich ganz cool gemacht, dass man immer sieht, wo die hingelaufen sind. Die sind ja einfach nach rechts gelaufen. Aber ich kann man hier irgendwie interagieren? Nee. Und zwar sind die ja hier lang gelaufen, ne? So, hier sind wir ja reingekommen. Dann gehen wir mal hier oben lang. Das sieht ja geil aus mit den Waben. Schick. Hier kommen wir nicht weiter. Die Tür ist auch gesperrt.
Oh. Okay, können wir nicht interagieren? Da fällt er jetzt aber ganz schön gerumst. Karteikarten. Die Frage ist, was sollen wir damit machen? Okay, wir können die jetzt hier Treppe runterschieben. Drehen. So vielleicht. Denn so runterziehen hier? Nee. So kann ich es auch nicht schieben. Ich kann es nur so schieben. Ah, jetzt funktioniert's. Sehr gut, jetzt haben wir da einen Durchgang. Sicherheitsvorfall festgestellt. Abregelung aktiv. Ah, es war natürlich klar. Ach du Scheiße. Sind die anderen Droiden noch alle aktiv? Krass, dass immer noch so viel Energie ist. So, Crewquartiere, da kommen wir wahrscheinlich durch. Hier ist eine Leiche. Okay, hier ist eine Zeitschrift. Die Tür ist natürlich zu. Das heißt, jetzt hier erstmal die Treppe hoch. Will ich eigentlich auf die Roboter schießen? Das scheint nicht zu funktionieren. Warte mal, die dürfen mich nicht entdecken.
Okay, da geht's hoch. Alles klar. Habe ich ungefähr einen Weg, wo wir lang müssen. Das war echt übel. Ich bin echt einer um den Arsch gebrannt. Frage, wo wir jetzt lang müssen. Warte mal, dass wir hier schon richtig sind. Ah, shit. Wartung, Aufzug, Schlafquartiere. Ich glaube, es ist wie immer, die müssen wahrscheinlich erstmal die Schlafquartiere durchsuchen. Toll, jetzt komme ich hier aber nicht mehr raus, oder? Eine Öffnung, wo man Droide durchfliegen kann? Nö. Jetzt wieder rausnehme. Stecke jetzt hier rein. Kann ich unseren Druiden mal durchschicken. Wir können zwar hier durchlaufen. Na, hier kann ich auch was kaputt brennen. Meistens einen Sinn, warum der Druide da durch kann. Ah, alles klar. Können wir mich da drüben in die Quartiere rein? So, jetzt muss es funktionieren, ne? Hier schon durch. Shit, jetzt geht die Tür nicht. Ah, hier geht's auch durch. Ja, viele Wege führen nach Rom. Ja. Sehr gut. So muss es funktionieren. Und schön groß hier. Alle abgeschlossen. Das finde ich aber gar nicht so schlecht. Weil dann wird es nicht ganz so groß, was man denn durchsuchen muss. Ich bin ja gespannt, ob wir die Sarah irgendwo nochmal finden.
Vielleicht gibt es ja irgendwie so eine Rettungskapsel, so ein Kyroschlaf, wo die irgendwie sein könnte. So, was haben wir denn hier? Für alltägliche Dinge mit 8662 gelangt man in den Lagerraum. Okay, super. Lagerraum. Warte mal, hier ist was. Und zwar habe ich eben das gesehen. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ist aber zu, ne? Ja. Schade. Hier ist zu. Hier ist auch zu. Aber hier ist auch was auf. Das sehe ich doch. Doof. Und zwar hier. Oh, sehr versteckt. Gucken, wo das hinführt. Ist auch eine Aufgabe haben. Fitnessraum sind wir jetzt hier. Na, hier können wir eine Tür öffnen. Sehr gut. Ob wir hier noch mehr entdecken? Nee. Cool, die haben sogar eine Wand zum Bouldern. Ach, und hier ist dann der Code. Alles klar. Sehr gut. Super. So, 8662 war das, ne? Jo. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Die Kiste. Da würde ich sagen, die müssen wir Richtung Fahrstuhl schieben. Macht, glaube ich, Sinn. Also weiter nach da, geradeaus. Richtung Lager. Die Tür müsste auch auf sein vom Lager. Genau. Jo. Lassen wir die hier erstmal so stehen. Dann müssen wir wahrscheinlich den Fahrstuhl wieder anstellen. Ich vermute mal, da müssen wir wieder zurück. Falsche Richtung, glaube ich. Genau, wir müssen hier lang. Oh. Und hier durch. Und hier durch. Ich hoffe, die folgen mir nicht. Notstromaggregat wieder. Packen das wieder zurück. Das müsste eigentlich so richtig sein. Und dann vermute ich mal, wird der Fahrstuhl auch wieder aufgehen. Dann muss wahrscheinlich... Kannst du mal so drehen. Jo.
Fahrstuhl ist noch offline. Warum ist der Fahrstuhl denn noch offline? Das wundert mich. Okay, sehr gut. Das heißt, wir müssen hier das Ganze hochtransportieren, dahin schieben. Dann durch die Wand und dann müsste das klappen. Jawohl, ja. Jetzt nur die Frage, warum geht der Fahrstuhl noch nicht? Die große Frage. Okay, vielleicht habe ich da schon eine Ahnung. Und zwar schicken wir den Droiden hier nochmal durch. Der ist jetzt im Fahrstuhl. Jetzt ist nämlich aktiviert und jetzt kann der nämlich hier den Fahrstuhl öffnen. Jawohl. Auch dann kann er auch gleich hier bleiben. Super. Das hat doch funktioniert. Dann können wir jetzt mit dem Fahrstuhl hochfahren. Oh, fettes Teil, muss ich sagen. Fetter Fahrstuhl. Super. Jetzt können wir den Fahrstuhl. Kannst du wahrscheinlich noch drehen, dass wir rauskommen? Ja. Sehr gut. Das Ganze noch in die Richtung drehen. Das auch wirklich schieben können. Drehen Sie mal nach E. Nach E, nach rechts. Genau, wir drehen es nach E. Richtig. Dann gucken wir mal, dass wir das hier runterschieben. Los. Jawohl. Das hat doch super funktioniert. Ich hoffe, das Ding brauchen wir nicht mehr. Geht's in Richtung Kontrollzentrum. Bin mal gespannt, ob ich irgendwann von der Sarah die Leiche oder so finde. Irgendwo müssen die ja geblieben sein. Wassertanks. Ah, hier können wir uns noch eine Geschichte angucken. Reaktorkapazität bei 1%. Wir müssen da jetzt rein! Ich habe alles versucht. Alles, was mir eingefallen ist. Denk nach, er überlebt gleich! Moment, sagtest du nicht, MacArthur hat die Sicherung überladen? Warum fängst du jetzt von MacArthur an? Alex, isoliere Verschlüsselungssequenz 17B auf dem Raster. Reaktorkapazität bei 0,5%. Ah. Ich hab's! Wir sind drin! Was jetzt? Es gibt einen Notausschalter! Reaktor fährt runter. Hat geklappt! Der Reaktor stabilisiert sich! Wir sind noch nicht fertig. Der Reaktor konnte die Energie nirgends hinschicken. MPT-Überladung. Sofort Druck ablassen. Der Speicher fliegt uns gleich um die Ohren. Die Energie muss raus. Wie? Eine temporäre Übertragung könnte... Es würde auch die Beschädigung am Gebäude erklären. Endlich Ruhe.
Endlich. Der Reaktor, ist er sicher? Ja, aber die Wucht hat die Ausrichtung der MPT-Antenne verändert. Kriegen wir das wieder hin? Die Steuerung ist oben im Turm. Schauen wir erstmal nach, ob noch Helium da ist. Okay. Diagnose. MPT-Speicher nah an Überladung. MPT-Ziel nicht gefunden. Okay. Reaktor inaktiv, Helium 3 erforderlich. Zusätzlich Helium 3 aus dem Lager beschaffen. Lager öffnen. Heliumlager. Das ist gut. Geht die Tür aber nicht auf. Genau, ein bisschen Taschenlampe ist immer gut. Ah, hier geht's weiter. Jetzt hätten wir die Taschenlampe nicht angemacht. Komisch. Jetzt steht hier alles unter Wasser. Lesen Sie Evakuierung. Östliche Schritte unterteilt. So, hier finden wir auch weiter nichts. Das heißt, wir müssten eigentlich den Mittelgang finden, wahrscheinlich hier lang. Genau. Das ist das Heliumlager. Was für eine Wasserverschwendung. Dafür würde man auf der Erde morden. Das ist Kühlwasser. Für den Reaktor. Die Rohre müssen geborsten sein. Denkst du, MacArthur hat Helium da gelassen? So unvorsichtig wäre er nicht. Aber schauen wir nach, um sicher zu gehen. Geh schon vor, ich komme gleich nach. Moment, wo willst du hin? Ich schaue mir die Schäden weiter vorn an. Sieh du nach dem Kühlsystem. Bin gleich wieder da. Ah. Sehr gut. Super Arbeit, Druide. So, Batterie zwischen meinem Mutterschlüsselfabrik drumherum. Vorsicht, Kapazität eingeschränkt. Ich hätte eher gedacht, da kommt noch ein bisschen was mit Außerirdischen oder so. Dass die irgendwie dafür verantwortlich sind, aber kann ich irgendwie nicht bestätigen. Türen öffnen. Sehr gut.
scannen wir mal für die Datenbank. Wer nicht will, der hat schon mal. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass hier der Strom an ist. Das heißt, wir machen den erstmal aus. So, legen den hier erstmal hin. Und wir müssen ja auf die andere Seite. Wir haben aber die Möglichkeit, das Ganze hier wahrscheinlich so als Verbindung hinzulegen. Gucken, ob das reicht. Mal testen. Ja, das müsste eigentlich reichen. Gucken wir mal, wenn wir jetzt hier rüber springen. Ja, das reicht noch nicht. So. Das reicht immer noch nicht. Jetzt geht es. Die Frage, geht das auch hier? Ja, das passt jetzt. Super, jawohl. Haben wir das auch gelöst? Setzen wir hier mal ein. Hoffe ich mal, dass wir das jetzt hier mit einem Sprung schaffen. Jo. Super. So, prima gelöst. System alle neu starten. Strom ist aber nicht immer da. Ah, Mann. So. Das heißt, der Strom ist nicht immer da. Wir müssen ein Stück schieben und dann wieder warten. Ja. Ein Stück schieben. So, und jetzt. Okay, jetzt warten wir mal, bis der nächste Stromstoß kommt. Es ist mir sonst zu risikoreich. Ja, weil wir waren nämlich zu langsam. Jetzt hoch. Wieder hoch. Bevor das Ganze ja eskaliert und wir, sag ich mal, an Stromtod sterben, das muss ja auch nicht sein. Nicht kurz vom Ziel, ja.
Jetzt können wir ein bisschen risikofreudiger sein. Ja, jetzt sind wir nämlich oben. Sehr gut. Die Frage, wir kommen jetzt von hier. Müssten jetzt aber wahrscheinlich geradeaus, vermute ich mal. Die Tür ist nämlich jetzt auf, sehr gut, ja. Irgendwie durch den Tunnel entkommen, ne? Ich das so richtig verstanden habe. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch was anderes im Vordergrund steht. Ah, hier können wir uns auch noch was angucken. Isaac? Hey! Sie haben alles mitgenommen und was ist hier los? Bleib einfach da. Bleib da, ich muss nur... Ist das Helium? Nein, es ist... Sarah. Es ist für Kathy, okay? Sie wartet. Sie ist auf der Arche und ich muss das zu ihr bringen. Isaac, wovon redest du? Drei. Wir haben drei Archen für Outward konstruiert. Ja, die sind fort. Nein. Am Ende hatten wir nur genug Treibstoff für zwei. Also hat MacArthur die Kranken, die Kryopatienten, in die letzte verlegt. Und Kathy ist noch auf der Arche. Gefangen hier auf dem Mond. Warte. Aber damit kann ich... Isaac, es tut mir leid, aber die Erde geht absolut vor. Die Erde rettet niemand mehr. Sarah... Mit oder ohne NPT. Boah, da haben sich jetzt ja zwei Lager aufgetan. Hör mir zu, wir können die Erde nicht aufgeben. Unsere Heimat. Kathys Heimat. Denk doch auch an Claire. Sie hat sich entschieden und ich kann nicht zurück. Aber mit Kathy und Outward gibt es eine Chance auf einen Neuanfang, einen neuen Morgen. Was immer nötig ist, damit sie sicher sind, selbst wenn sie nicht verstehen. Aber manchmal liegen wir falsch, Isaac. Deine eigenen Worte. MacArthur liegt falsch. Sarah. Outward ist falsch. Sarah. Alles daran ist... Oh, hat er sie umgebracht? Was? Du musst das verstehen. Heftig. Ich muss los. Alex, Terminalzugriff. Schick sie los. Isaac? Nein. Okay, sie hat ihn noch gerettet. Aber dann muss ja ihr Leichnam auch hier irgendwo noch liegen. Sarah, tu das nicht. Ich kann das nicht zulassen. Nein! Sie hat aber richtig gehandelt. Sie will die Menschheit retten und er will nur eine Person retten. Nee. Oh, Sarah. Was habe ich getan? Bleib bei mir. Tut mir leid, Isaac. Es ist okay. Ist okay. Tut mir leid. Ist schon okay. Keine Sorge. Nur so konnte ich helfen. Auch wenn du mich dafür hast. Okay, ganz ruhig, Sarah. Hör mir zu. Halt die Augen offen. Hey, Kumpel. Sarah? Hey, Sarah. Nein. Was da? Nein. Sarah? Sarah? Es ist okay. Ist okay. Es tut mir so leid. Ich glaube nicht, dass er die Leiche weggeräumt hat. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir da die Überreste noch finden. Oder er hat sie beerdigt. Alex. Das hier muss niemand sehen. Boah, harte Nummer.
So, da kommen wir nicht rein. Da ist aber auf jeden Fall noch eine Helium-Kapsel, wenn ich das richtig sehe. Wie ist denn das eigentlich, wenn unser Droide da drüber fliegt? Gilt das denn auch? Ne, das geht nicht. Also das heißt, unser Droide muss alles machen. Ist ja auch nicht die beste Lösung, die schlechteste Lösung. Das geht, wenn er hier irgendwas machen kann. Er hat hier keine Greifer, also da kann er nichts machen. Das sind Kisten wahrscheinlich. Brauchen auf jeden Fall irgendwas Schweres, was wir hier draufstellen können. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Ja, hier können wir durch. Sehr gut. Jawohl. Ja, ein bisschen Licht anmachen. Sehen wir auch besser. Können wir die Tür aufmachen? Jawohl. Jetzt haben wir hier Strom. Ich mal was, kurz was gucken, bevor wir die benutzen. Ne, schwere Kiste können wir ja nicht. Warte mal, vielleicht können wir die ja nehmen und die auf die Platte stellen. Vielleicht reicht das ja auch schon aus. Oder gab es hier irgendwo noch eine Energieversorgung? Ja, es reicht sogar, sehr gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier können wir jetzt nichts machen. Ah, die können wir jetzt austauschen. Ja, ist aber ein ganz geiles Rätsel. Aber das gefällt mir. Das heißt, wir stellen die hier hin. Ah, nicht die andere. Genau, die nehmen wir jetzt. Setzen die dann oben ein. Und da müsste das auch funktionieren, dass wir wieder Zutritt haben. Ah, sehr gut. Ein Meister findet sein Ziel. Jetzt sind wir hier. Ich vermute mal, die müssen wir jetzt hier aufs Fließband schieben.
ein bisschen nach rechts drehen. Dann müsste eigentlich komplett draufstehen und auch mittig, oder? Das gefällt mir noch nicht so richtig. Nicht, dass die sich irgendwie verkantet. Ich glaube, wir haben nur einen versucht, das richtig zu platzieren. Ja, die steht mittig, würde ich sagen. Sehr gut, dann können wir nämlich jetzt hier auch hoch. Wahrscheinlich wieder zurück, ja. Ach, und dann nehmen wir die Sicherung hier mal raus. Oder die Energieversorgung, wie man das auch immer nennen möchte. Setzen wir jetzt hier ein. Müsste die Tür rechts aufgehen. Jo, und dann hoffe ich ja, dass wir mal die Tür aufmachen. Jo, alles klar, super. Funktioniert. Ist auch geschafft. So, was machen wir denn damit? Ich würde sagen, wir drehen die. Und bringen die erstmal hier in Position. Ein bisschen nach da, ein bisschen nach da. Können wir nämlich hier die Treppe hoch. Na. Es muss doch gehen, dass ich da drauf springe. Jawohl, jetzt haben wir es. Sehr gut. So, dann machen wir das hier nochmal. Ich kann sagen, warum hat das eben nicht funktioniert? Sehr gut, die löst sich jetzt schon mal und muss uns einen Durchgang bringen. Ah, super, die rollt auch nach. Müssen wir die jetzt da unten transportieren oder irgendwie einsetzen? Das ist ja eine gute Frage. Ah, die müssen wir wahrscheinlich da hinten einsetzen. Oha. Das kann ja was werden. Jo. Natürlich die Strahlung höher. Frage ist, komme ich jetzt hier weg irgendwie? So, jetzt kommen wir auf jeden Fall weiter. Oh, diese Strahlung, ey, die ist echt extrem. Ich hoffe, wir überleben das hier. Setzt sich in Bewegung. So, wir müssen, glaube ich, im Schatten ein bisschen laufen. Das ist ganz wichtig. War der Strahlung nicht so ausgesetzt.
Oh genau, wir müssen jetzt mal die Explosion abwarten hier, glaube ich. Okay. Warten wir nochmal die zweite ab hier. Okay, weiter geht's. Ja, man schafft das, aber trotzdem heftig. Zweite gleich loslaufen. Dann haben wir hier stehen. Oh Mann, ey. Bloß keinen Fehler jetzt machen. Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Konzentration, ja. Schön im Schatten waren. Jetzt warten wir nochmal die zweite Explosion ab. Sehr gut. Ah, jetzt sind wir drin. Kontrollzentrum, sehr gut. Oh, endlich, ey, wir haben es geschafft. Endlich raus. Gott, der Fahrstuhl quietscht schon. Ich ahne nichts Gutes. Ah, Scheiße. Ah, schöne Bescherung. Ach, da können wir wieder was. Oha. Das wird jetzt ja auch nochmal ein Spaß. Hier wahrscheinlich rüber. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich unten bleiben. Ja, das machen wir auch erstmal, das raten wir auch. Jawohl. Ah, hier kriegen wir auch Sauerstoff. Hier müssen wir rüber, das war schon richtig. Wie weit kann er denn schießen? Ah, shit. Das ist ja ärgerlich. Gehabt. Da nicht sogar länger ran? Ja. Ne. Da müssten wir die Mitte haben, ne? Ist ja in der Mitte stehen bleiben. Warnung, kein Sauerstoff. Laden wir uns hier nochmal auf. Müssen wir theoretisch hier stehen bleiben können. Genau hier. Dürfte uns nichts passieren, ne? Sieht unangenehm aus, aber passieren tut da nichts. Schießt der Laser wieder nicht? Los, macht das Ding auf. Manchmal ist das komisch. Also, ich meine, der hat da unten die, hinten die orangene Energie.
ist er denn jetzt nicht? Jetzt hat er wieder geschossen. Jetzt oben schießt er irgendwie nicht. Wieso schießt er denn unten, aber oben nicht? Hä? Was ist denn für ein Scheiß? Vielleicht stehen wir auch falsch. Ja. Irgendwie hat er sich komisch hingestellt, eben. Ja, ich hoffe, wir schaffen's. Ja. Sehr gut. Oh, jetzt geht's nach oben. Sauerstoff, sehr gut. Ah! Nein! Ist mal gleich reingefallen. Ja, also jetzt müssen wir aufpassen. Oh, das ist aber hier ein Ritter auf der Rasierklinge. Mann, 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 Mann. Timing ist alles. Ja. Das gibt's auch gar nicht. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Jetzt kommen die Laser. Erstmal runterfallen und dann müssten wir eigentlich ganz konzentriert in der Hoffnung nicht zu lange warten, aber nicht zu früh abspringen. Reine Konzentrationssache, kann man alles schaffen. Ja. Hier warten wir jetzt nochmal. Erstmal nach oben. Jetzt müssten wir theoretisch einfach nur rüberspringen. Aber Theorie und Praxis. Okay, geht's weiter nach oben. Hier ist eine Leiter, okay. Mann, 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 ey, das ist immer ein stressiger Moment hier. Können wir wieder Sauerstoff tanken. So, wenigstens mal eine kleine Ruhepause hier so zwischendurch. Da geht es wahrscheinlich hier oben weiter. Ah, hier ist die erste Plattform. Okay, komm, nochmal Sauerstoff. Wir haben zu viel Zeit verplempert. So. Komm. Na, oh, ich wollte gerade sagen, da kommt Dampf raus. Nochmal Sauerstoffgerät. Mann, spring doch da hoch, ey. Was ist denn? Ah! Ja, da bin ich immer langsam aggressiv, ey. Das kann ich überhaupt nicht leiden, so eine Scheiße.
Na, und hier müssen wir jetzt kurz warten. Fährt sich nämlich rein. Geht's jetzt die Treppe hoch? Okay. Ich hoffe, dass ja bald mal alles hier vorbei. Ah, können wir die hier vielleicht abschalten? Ah, wir können was machen. So, ich hoffe, wir kriegen es hin. Gebe Reserven frei. MPT-Überladung. MPT-Überladung. Oh Mann. MPT-Überladung. MPT-Überladung. Nein. So, haben wir es falsch gemacht, oder? Ah. Oder gehört das dazu? Weiß man ja manchmal beim Spielen nicht so. Er scheint dazu zu gehören. MPT-Überladung. Systemintegrität bei 50%. MPT ausrichten. So, letzter Versuch. Wir müssen jetzt den Satellit nochmal ausrichten, aber der pennt mir immer halb weg beim Satelliten ausrichten. Das kostet richtig Zeit. Und verzieht immer und du kannst nicht aufladen. Ziehen einfach mal rüber. Es funktioniert ja auch einigermaßen. Zieht er mit dem Joystick wieder rüber. Ist das eine Konzentrationssache? Los, komm, 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 komm. Los, müssen wir doch schaffen. Komm. Ah, los, komm, 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 komm. Los, komm. Kreis schließen. Jo, wir haben's. Ah. Mann, war das anstrengend. Super, jetzt müsste der Druck weg sein. Energie müsste auch wieder da sein. Oh, das ist ja geil. Das haben wir geschafft. Oh. Mann, war das ein Krampf zum Schluss. Haben sie auch geil gemacht, ey, grafisch. Sehr geil. Gucken, ob er jetzt sendet schon an die Erde. Geil. Wir haben es geschafft. Das ist ja Hammer. Die Frage, ob das jetzt zu Ende ist. Ne? Das ist so. Aber man sieht auch, wie instabil so ein Energiesystem ist.
Da kann man jetzt mit energiefreien Strom weitermachen. Energiefreien Strom. Umweltfreundlichen Strom. Mann. Mein Sprachzentrum los. Kaputt gespielt. Fortuna One, ist das... Ich glaube es nicht. Wir empfangen Energie. Er ist wieder online. Der MPT überträgt. Alle Systeme laufen. Globaler Empfang steigt wieder an. Wir sind ja immer noch traumatisiert. Okay, ich denke mal, wir folgen mal dem Hologramm. Ich muss noch eine Hoffnung in die Sandstation hier. Die Ausfälle, die wir haben, ich glaube, wir werden das nicht überleben. Es ist eingefroren. Sarah Baker. Vitalwerte stabil. Boah, ich hoffe, dass wir uns erholen, aber ich glaube bei der Strahlung. Wenn sie wach wird und sieht dann, dass die Energie an die Erde wieder übertragen wird. Wird auf jeden Fall für sie ein bisschen merkwürdig sein, aber will sie unbedingt kennenlernen und will versuchen, irgendwie wach zu bleiben und zu überleben, aber ich glaube, er schafft es nicht mehr. Schade, unser Held stirbt am Schluss. So gut gearbeitet. Hat er die Auftauschstufe jetzt noch eingeleitet, oder? Oh, wir sind durch, aber geiles Game, hat echt Spaß gemacht. Wow, guckt euch die Bilder an. Richtig, richtig schick. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Abonniert mal den Kanal, lasst mal ein Like da. Daumen nach oben, Daumen nach unten, wie ihr möchtet. Kommentare, würde ich mich freuen. Richtig, richtig geiles Game. Hat Spaß gemacht. Bin froh, dass ich es jetzt durch habe. War echt cool. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ich lasse das jetzt mal so ein bisschen laufen. Dann könnt ihr die Bilder noch mal ein bisschen sehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. So, Freunde,
Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.